So, liebe Camperfreaks, das ist Elvis, ich bin der Perry. Wir fahren jetzt zum Quadcenter Friedberg. Dort gebe ich ihn jetzt ab, den Elvis. Der steht ja jetzt zum Verkauf an. Alle weiteren Infos erfahrt ihr auf dem Quadcenter Friedberg. Blendet euch mal hier mal die Seite ein vom Quadcenter Friedberg und da könnt ihr den Elvis dann, wenn ihr wollt, erwerben. Also, ich mache mich jetzt mal auf. Quadcenter Friedberg ist da drüben, das Gebäude. Ich bin aber jetzt mit dem Elvis mal kurz hier im Globus, weil so, ich drehe mal die Linse um. Weil ich ein bisschen zu früh dran bin, kann ja ordentlich Gas geben hier mit der TG Blade 600 und habe das ein bisschen unterschätzt, wie schnell ich hier sein kann, wenn ich will. Und die Straßen waren leer, also von daher gib ihm und schön Gas gegeben, hat auch richtig viel Spaß gemacht. Wie sagt man so schön, ein weinendes und lachendes Auge habe ich, was den Elvis hier betrifft. Ich habe echt tolle Monate mit ihm verbracht und ich gebe ihn nicht gerne weg. Camperfreaks, wir haben eine Aktion für euch mit dem Quadcenter Friedberg. Also, die Erstinspektion bei jedem Kauf von der TGB Blade, egal ob es eine 550er, eine 600er oder eine 1000er ist, ist gratis. Also die Erstinspektion im Wert von 200 bis 400 Euro, je nach Modell natürlich, ist gratis. Den Code blende ich euch hier ein. Camperfreaks Quad Inspektion ist ein bisschen lang, aber das ist der Code. Aber da ich mehr Bums will, muss die 600er einer 1000er weichen. Und von daher, ja, werde ich gleich hier mit dem Tobi mal besprechen, was wir hier für den Elvis, für die TG Blade 600 kriegen können. Er ist ein Top-Zustand, alles vom Allerfeinsten, kein Kratzer, keine Beschädigung, unfallfrei, selbstverständlich. Und top in Schuss, wie sagt man so schön auch, Checkheft gepflegt, also alles da. Ob ich den Koffer mitverkaufe, das werden wir noch sehen gleich. Den möchte ich gerne an der 1000er dran haben. Also definitiv mit Koffer, ist klar. Also für euch da draußen solltet ihr euch ein ATV kaufen, egal welchen Typs. Ich kann euch empfehlen und wärmstens empfehlen, holt euch immer mit Koffer. Ohne Koffer finde ich es blöd, weil ja, habt ihr nichts, wo ihr die Helme oder Einkäufe oder sonst irgendwas verstauen könnt. Und dann macht das absolut Sinn mit Koffer. Also merken, mit Koffer. Ich bin jetzt hier beim Tobi gewesen, war jetzt drin. Das habe ich jetzt nicht gefilmt, die Fahrt hier. Das ist ja gleich um die Ecke. Wir haben uns jetzt geeinigt, für wie viel der Elvis jetzt wegkommt. Schaut ihr euch nochmal an. Der bleibt jetzt hier und steht zum Verkauf. Also er hat 40 PS und hat die LOF-Zulassung. Und alle weiteren Infos findet ihr auf Quadcenter Friedberg. Wollt jetzt nicht einblenden, jetzt kriegt ihr mal den Sticker. Mit Koffer natürlich und den werde ich hier im Auftrag natürlich für 9.500 Euro verkaufen. Er hat auch eine Herstellergarantie, also alles mit dabei. 3 Jahre. Gut, jetzt ein bisschen weniger, aber etwas weniger als 3 Jahre hat er Garantie. Mit Koffer, wie gesagt. Und keine Kratzer, alles Checkheft, hatte ich ja schon alles erwähnt. Und ich habe das Schmuckstück jetzt hier bekommen als Leihgabe, weil das muss ja hier stehen, damit ihr euch den Elvis ja auch anschauen könnt. Also für den potenziellen Neukäufer, der soll dann wirklich auch das Gefährt hier sehen vor Ort, macht ja auch Sinn. Alles andere wäre ein bisschen unfair. Und ich habe hier die 550er bekommen von TGB, hat auch 40 PS, ist ein bisschen kleiner. Ich saß jetzt schon drauf. Aber hat mir auch sehr gut gefallen. Also ihr seht es hier ein bisschen von der Höhe. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann auf dem Bild. Ist die 600er, okay, und die 550er halt ein bisschen kleiner. Und die 550er ist ein bisschen martialischer. Gut, das gefällt mir auch. Aber obwohl, ich sehe auch hier, wir haben 12 Zoll Felgen. Das weiß ich jetzt, das kann ich jetzt auch unterscheiden. Mittlerweile hier 12 Zoll, hier 14 Zoll beim Elvis. Und hier bei der 550er, die auch 40 PS hat im Übrigen.
ohne Koffer, aber mit Handgriff natürlich hinten für den Sozius, da auch das Tritt. Und hier natürlich nicht wie bei Elvis hier zum Beispiel, die haben ja beides, Daumengas und Handgas. Und hier unten ist natürlich das eingebaut worden hier für den Allradantrieb. Das ist die einzige, sage ich mal, das einzige Special bei Elvis. Normalerweise haben wir ja nur das Daumengas. Das seht ihr da. Ups, ich mache mal ein bisschen scharf. So, na, will er nicht, jetzt will er. Okay. So, genau. Den werde ich jetzt nehmen für die Zeit, wo Elvis jetzt hier bleibt. Der wird, denke ich, auch schnell verkauft werden. Und dann haben wir noch ein Schmuckstück hier. Und zwar eine 1000er in der Special Edition. Heißt also die Farbe, also das ist ein richtig schönes, sattes Blau. Es glänzt auch richtig schön. Zwei Taktzylinder, wie viel PS? Ich glaube, die hat 60 PS, wenn ich mich irre. Ich blitze aber ein, wie viel PS die Special Edition hier, die 1000er hat. Hat auch LOF-Zulassung mit Koffer. Kostet 12.000 Euro, genau. Und die 550er kostet 8.700 neu. Also das Schmuckstück hier, was ihr seht, kostet neu 8.700 und meine 600er kostet 10.000 Euro. Genau. Und die da hinten 12.000. Also 1000er, 12.000, 550er, 8.700 und die 600er 10.000 Euro. Achso, und der Elvis geht jetzt für 9,5. Wollen wir ihn verkloppen, wie gesagt, da ist nichts dran, alles perfekt, Shakeheft. Okay, ich wiederhole mich, kein Bock mehr. Ihr wisst Bescheid. Und alles beim Quadcenter Friedbesch. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Das kurze, knackige. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich jetzt auf die Fahrt mit der 550er nach Frankfurt. Und ja, abonniert den Kanal. Empfehlt uns weiter. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne mal einen Kommentar da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Perry von den Camper Freaks.